Viele Menschen, die sich für die Geschichte des Zweiten Weltkrieges interessieren, haben vom sogenannten Todesspiel zwischen deutschen Sportlern und einer Mannschaft aus dem besetzten Kiew gehört. Aber nur wenige wissen, dass ähnliche Duelle zwischen Sportlern in anderen Sportarten während des Krieges ebenfalls beliebt waren. Von besonderem Interesse ist die Geschichte eines Boxkampfes zwischen einem Häftling aus Buchenwald und einem deutschen Meister, der durch das Buch »Der Ring hinter dem Stacheldraht« des Schriftstellers Georgi Zwiridow bekannt wurde. Der Boxer Andrei Borsenko wurde 1920 in Taschkent geboren, wo er seine Kindheit verbrachte. Schon als Junge wollte er Boxer werden und ging deshalb zum Boxtraining, wo er auf den legendären amerikanisch-sowjetischen Trainer Sidney Jackson traf. Wie sich Jackson später erinnerte, waren die körperlichen Voraussetzungen des Jungen nicht herausragend. Aber er bestach durch eine außergewöhnliche Willenskraft und seinen Charakter. Trotz Müdigkeit und Schmerzen war Andrei immer der Erste, der zum Boxtraining kam und der Letzte, der die Handschuhe auszog. Jackson, der zuvor Weltklasse-Athleten trainiert hatte, erkannte das Potenzial zum zukünftigen Champion, das in Andrei steckte. Der Junge zeigte konstant hervorragende Ergebnisse, trainierte täglich hart und besaß eine unendliche Liebe zu diesem anspruchsvollen Sport. Damals war es fast unmöglich, Champion zu werden, denn der Sport war Teil des Lebens eines jeden sowjetischen Menschen. Aber obwohl er keine überragenden Kräfte besaß, gewann Andrei alle Kämpfe. Vor dem Krieg wurde er mehrmals usbekischer Meister im Schwergewicht, gewann zweimal die Meisterschaft der südlichen Republiken der UdSSR und wurde sogar mit dem Titel eines Ehrentrainers ausgezeichnet. Zu jedem anderen Zeitpunkt der Geschichte hätte Andrei ein sehr glückliches Leben als Champion führen können. Doch die Ereignisse sollten sein Schicksal radikal beeinflussen. Einige Monate vor Ausbruch des Krieges 1941 wurde der Meister des Sports, Andrei Borsenko, zur Armee einberufen. Er wurde in den Bezirk Kiew verlegt, der für den Boxer von großer Bedeutung war, da seine Eltern von dort deportiert worden waren. Aber ihm blieb keine Zeit, einen Spaziergang über den berühmten Andreassteig in Kiew zu machen, denn bald kam die schreckliche Nachricht. Der Krieg hatte begonnen. Von Anfang an nahm der Boxer an den Kämpfen teil, wurde zweimal verwundet und geriet beim Rückzug der sowjetischen Truppen über den Dnepr in Gefangenschaft. Obwohl die Haftbedingungen erträglich waren, konnte der Champion nicht tatenlos zusehen, wie seine Landsleute an der Front starben und unternahm einen Fluchtversuch. Seine erste, sorgfältig geplante Flucht scheiterte und nach dem zweiten Versuch wurde Andrei zur Bestrafung nach Buchenwald verlegt. Er wusste, dass von dort niemand jemals lebend weggekommen war. Die Häftlinge des Konzentrationslagers waren in Kasten eingeteilt. An der Spitze standen ehemalige Kriminelle, die dem Lagerpersonal halfen, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Danach kamen die Ausländer und am Ende der strengen Hierarchie waren Sowjetbürger und die Juden. Für einen willensstarken Mann war es unmöglich, ein solches System zu ertragen. Und so kam bei der ersten Gelegenheit Borsenkos Charakter zum Vorschein. Es geschah, als einer der Kriminellen Andrei wegen eines geringfügigen Vergehens einen Schlag versetzte. Er wusste nicht, wer vor ihm stand. Und als er von dem sowjetischen Boxer K.O. geschlagen wurde, verbreitete sich im Lager schnell die Kunde von dem Gefangenen mit der Stahlfaust. Natürlich wurden solche Possen nicht verziehen und Borsenko war auf die schlimmsten Repressalien gefasst. Aber zu seiner Überraschung wagte es nach diesem Vorfall keiner der Kriminellen mehr, sich ihm zu nähern. Sie trauten sich nicht einmal, diejenigen zu verprügeln, die mit Andrei in Kontakt standen. Wahrscheinlich wäre unsere Geschichte hier zu Ende gewesen, aber die Deutschen waren gelangweilt von Erschießungen und beschlossen, die Sache interessanter zu machen und veranstalteten etwas, in dem Andrei sehr gut war. Sie organisierten Boxkämpfe, die von den Häftlingen auch Kampf der Skelette genannt wurden, bei denen der Sieger eine zusätzliche Ration Brot bekam, die besiegten Häftlinge aber niemand jemals wieder sah. Jeder hatte verstanden, worum es bei diesen Kämpfen ging. Da die Vertreter der sogenannten niederen Rasse nach Meinung der Deutschen keine Bedrohung darstellten, kündigten auch die Lagerwachen ihre Kandidatur an. Zu diesem Zeitpunkt hatte Borsenko den niederländischen Trainer Harry Mitteldor kennengelernt,
dessen Unterstützung großen Einfluss auf den Boxer hatte. Als der ehemalige Hamburger Meister, der wegen zahlreicher schwerer Verbrechen ins Lager geschickt worden war, als erster in den Ring stieg, wollte niemand gegen ihn antreten. Der Muskelmann wog mehr als 100 Kilogramm und die Lagerverwaltung hatte den Preis für den Sieg auf einen Laib Brot und eine Dose Fleischkonserven erhöht. Aber der furchtbare Blick des Feindes schreckte alle ab. Alle außer Andrei Borsenko. Trotz der verbotenen Ellenbogenschläge des Gegners und dem Gewichtsunterschied von 20 Kilogramm schlug Andrei den Champion im zweiten Durchgang zu Boden. Dann nahm er ruhig seinen Laib Brot und die Konserven entgegen und teilte das Essen mit den anderen Häftlingen im Lager. Es soll erwähnt werden, dass alle Andrei applaudierten, auch die Lagerwachen, und nach wurden die Samstagskämpfe zur Tradition. Der sowjetische Boxer blieb dabei der Favorit, weil er wusste, dass jeder Sieg sein Leben verlängerte und er keine andere Wahl hatte, als zu gewinnen. Dies zog sich über mehrere Monate hin und obwohl die Deutschen sehr wohl wussten, dass es fast unmöglich war, Borsenko in einem fairen Kampf zu besiegen, wollten sie mehr und gingen zu weit. Sie luden den deutschen Schwergewichtsmeister Willi aus der Verwaltung eines benachbarten Konzentrationslagers ein. Das Ereignis wurde als ein heiliges Duell zwischen einem Nazi und einem sowjetischen Soldaten angesehen. Und der Kampf war von großer politischer und moralischer Bedeutung. Alle hohen Kommandeure der Armee und des Konzentrationslagers waren versammelt, um den Kampf zu beobachten. Denn sie waren überzeugt, dass ihr Boxer, der noch nie ein Duell verloren hatte, gewinnen würde. Das gesamte Publikum unterstützte seinen Kontrahenten, aber der Schiedsrichter war der Leiter des Konzentrationslagers, sodass Andrei in der ersten Runde nur mit Mühe und Not den Angriffen des unbändigen Willi entkommen konnte. In der zweiten Runde ließen die Angriffe nach und so kämpften die Athleten bis zur vierten Runde, als Willi anfing, verbotene Techniken anzuwenden. Aber der Ringrichter dachte nicht daran, den Kampf abzubrechen, sondern verwarnte ihn nur. Daraufhin wurde der Deutsche wütend und versetzte dem Schiedsrichter einen Schlag auf den Kopf. Dann eilte Willi zu Borsenko und vergaß, auf seine Deckung zu achten. Aber Andrei erlag der Provokation nicht, denn er hatte verstanden, dass seinem Gegner die Kraft ausging und er in der nächsten Runde ebenfalls eine List anwenden könnte. Er tat so, als sei ihm schwindlig, und als Willi ausholte, um ihn zu erledigen, versetzte er ihm einen Kinnhaken. Willis riesiger Körper verlor all seine magische Kraft und ging K.O. zu Boden, wobei er direkt auf den Schiedsrichter fiel. In diesem Moment herrschte absolute Stille. Dann kehrten die Häftlinge eilig in ihre Baracken zurück, um nicht von den gedemütigten Aufsehern bestraft zu werden. Seltsamerweise wurde Andrei nach der beschämenden Niederlage ihres Meisters nicht erschossen, sondern zum Sieger gekürt. Der sowjetische Boxer blieb bis zur Befreiung des Konzentrationslagers im April 1945 in Buchenwald und errang in dieser Zeit weitere 80 Siege, jeweils am Rande des Todes. Nach dem Krieg konnte der gesundheitlich angeschlagene Boxer nicht zum großen Sport und dem Boxen auf hohem Niveau zurückkehren. Aber er fand eine andere Berufung und wurde Chirurg. Während er im Krieg Menschen in einem Todeslager gerettet hatte, tat er dasselbe danach am Operationstisch in seiner Heimat Taschkent. Sein Trainer Mitteldor schlug Andrei vor, mit ihm in die Niederlande zu gehen, wo er bessere und modernere Einrichtungen für Sport und Medizin vorfinden würde. Aber Andrei war ein Patriot und lehnte den Vorschlag ab. Verschiedenen Quellen zufolge erhielt Borsenko erst 1989 eine Medaille für die Teilnahme am Großen Vaterländischen Krieg. Und als die UdSSR am Rande seines Zusammenbruchs stand, verließ er Taschkent in Richtung Russland, wo er 1992 in einer Mietwohnung in der Region Leningrad im Alter von 72 Jahren in Armut starb. Er hinterließ weder Frau noch Kinder. Der große Sportler hatte seine lang ersehnte Freiheit nach dem Krieg leider damit verbracht, seine Vergangenheit in Frage zu stellen. Wahrscheinlich war ihm die Bedeutung seiner unglaublichen Taten nie richtig bewusst geworden. Jedem das Seine, lautete die Inschrift an den Toren von Buchenwald. Und Andrei interpretierte sie auf unerwartete Weise. Helden wie Andrei Borsenko sollten für immer im Gedächtnis der Menschen bleiben.
denn durch ihr schweres Schicksal wurden ihre Verdienste nicht ausreichend gewürdigt. Dank seines Talents und Lebenswillens war dieser Sportler in der Lage, die Namen all seiner gefallenen Brüder zu verteidigen und hatte keine Angst, von den Wachen gedemütigt zu werden. Geschichten wie diese sollten uns zu unserem eigenen Sieg inspirieren. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, die Millionen von Menschen das Leben gekostet haben. Kanntet ihr die Geschichte dieses großen Sportlers? Was wäre wohl aus ihm geworden, wenn er in friedlichen Jahren geboren worden wäre? Oder ist es wahr, dass jeder Mensch seinen Platz und seine Zeit hat? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das ist alles für heute. Bewertet bitte das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis bald und tschüss!